Der gibt mein Rezept und sagt, geh wieder. Aufgepasst! Der Boxerdrink und der Boxer Schokoriegel. Erhältlich ab dem 30.09. auf www.scheißboxer.show. Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Mir geht's gar nicht gut. Das Fieber ist jetzt runtergegangen, aber ich habe so starke Halsschmerzen, das ist so dolle. Viel schlimmer geworden als vorher, Leute. Viel schlimmer. Heute habe ich nicht so lange Fieber gehabt. 38 war das höchste. Aber die Halsschmerzen, Leute. Und wir dürfen nicht vergessen, ich bin seit einer Woche krank. Seit 7 Tagen geht es mir schlecht. Es wird einfach nicht besser. Ich muss schon wieder zum Arzt heute, Leute. Gar keinen Bock da jetzt hin, ey. Ich nehme euch mit. Deswegen würde ich sagen, Leute, let's go. Wir machen uns auf den Weg. Angezogen bin ich schon. Ich bin gerade zu Hause in meiner eigenen Wohnung. Seit 7 Tagen bin ich in Quarantäne. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mein Video den unten in die Kommentare. Checkt unseren Merchandise ab. Ich würde sagen, let's go. Wir fahren los. So Leute, bin jetzt unterwegs. Wetter in Köln ist echt suboptimal, um das mal positiv auszudrücken. Es ist echt, ist gleich echt meine Laune. Aber muss das auch was Positives anerkennen. Und zwar, jetzt wo das Wetter schlecht ist, Leute, verpasse ich wenigstens draußen nichts. Wird das jetzt 35 Grad draußen sein, wäre echt miese Prise. Aber ich würde sagen, ihr habt das Wetter, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ich zeige euch das mal jetzt mittlerweile. Seht ihr, das ist das Wetter in Köln. Sehr, sehr nice. So, ich bin echt gespannt, was der Arzt sagt. Leute, schreibt mir jetzt mal alle unten in die Kommentare, was denkt ihr, was wird der Arzt sagen. Ich wollte nur mal kurz anmerken, dass ich vorher beim Gesundheitsamt angerufen habe. By the way, die rufen mich jeden Tag an und fragen, wie es mir geht. Und die haben zu mir gesagt, dass ich hier hingehen soll. Also ich will jetzt nicht, dass ihr denkt, ich gehe jetzt hier aus Quarantäne raus und laufe draußen rum. Ja, so ist das nicht, Leute. Ich habe mit denen telefoniert und die haben das gesagt. Und wenn ich irgendwelche Menschen sehe, halte ich natürlich immer sehr, sehr viel Abstand von denen. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt hier habe, da Quarantänepflicht. Und gehe freiwillig zum Arzt. Wenn ich jetzt gleich schon beim Arzt muss, ich hier wieder anrufen, so wie letztens auch, und fragen, ob ich rein darf. Anruf erfolgreich getätigt, wir dürfen rein. Perfekt, dann machen wir das jetzt mal. Hoffentlich geht kein Mensch, ey. Wir müssen dahin. Oh, toll, jetzt ist Fahrstuhl wieder zugegangen. Also Leute, 2. Etage dürfen wir. Let's go, genau wie letztes Mal. Dann machen wir das mal. Ich hatte bei der Ärzte-Hotline angerufen, 1216. Sie dürfen gar nicht. Gehen Sie bitte nach hinten, setzen Sie sich neben die Abnahme. Okay. Mache ich. Meint die vielleicht einen von den ganzen Stühlen hier? Speiseraum, aha. Hier ist kein Mensch. Sehr gut. Nice. Können keinen anstecken. So Leute, jetzt bin ich einfach mal hier weggeschickt worden. Jetzt sitze ich in der letzten Ecke. Also das ist echt ein Durcheinander hier alles, ey. Sie kommen jetzt wieder. Oder auch nicht. So Leute, kann jetzt wieder gehen. Digga, die haben mich nicht mal untersucht, ey. Wirklich. Das ist echt ein Witz, ey. Da kannst du alles haben in Deutschland, nur kein Corona, Mann. Das juckt die gefühlt gar nicht. Die geben mir irgendwelche Tabletten, sagen die mal. Und das war's dann auch. Oh, Junge, ey. Der sagt zu mir so, ey, die dürfen auf gar keinen Fall jetzt mehr draußen rumlaufen oder so. Die haben Quarantäne. Ich erkläre euch das nachher. Wie stellt er sich denn vor, wie ich die Medikamente abhole? Kommen die mir zugeflogen oder was? Leute, wir sind später, mir geht's nicht gut. Mein Körper ist schlank. So Leute, ich bin jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Leute, ich melde mich aus der Quarantäne für eine ganz kurze News. Und zwar am 15.10. kommt unser Halloween-Boxer raus. Da seht ihr noch schon mit Süßes oder Faust. Design hier nochmal in groß eingeblendet. Super, super, mega geil. Auf www.scheißboxer.shop, wie gesagt, ab dem 15.10. um 15.15 Uhr. Checkt gerne mal ab. Und ich würde sagen, jetzt geht's erstmal weiter mit dem Video. Ich habe starken Husten, wie ihr merkt. Es ist so schlimm. Das Problem ist einfach, warum ich nochmal zum Arzt wollte, ist einfach, das wird immer stärker und nachts kriege ich echt schlecht Luft vom ganzen Husten, werde ich auch ständig wach. Deswegen ist das Problem, dass ich halt was anderes haben wollte, Medikamente und so. So, dann habt ihr ja gesehen, bin ich da hingefahren und ich hatte vorher beim Gesundheitsamt angerufen und auch bei denen und habe gefragt, wie sieht's aus, kann ich vorbeikommen? Und die haben gesagt, ja, können sie. So, die haben mich gar nicht gefragt, ob ich Corona habe.
So, ich bin da ja hingefahren. Ich hab mal davon abgesehen, das Gesundheitsamt ja auch gesagt, ich sollte da hinfahren. Digga, und das Ende von Lied war, ich hätte gar nicht da hinfahren dürfen. Ja, weil die gesagt haben, die können gar keine Leute aufnehmen, die die Corona-Symptome haben, beziehungsweise können die nicht behandeln, weil die keine Kapazitäten dafür haben. Ich muss das Licht dunkler machen. So, auf jeden Fall bin ich dann dort gewesen, hab das gesagt, meinte, ja, sie werden sie gar nicht aufnehmen dürfen. Ich weiß gar nicht, was ich rede, Alter. Ich habe so Kopfschmerzen, ey. Auf jeden Fall haben die gesagt, so, sie hätten gar nicht herkommen dürfen. Ich habe gesagt, sie haben aber noch gesagt, ich darf kommen. Und ja, meinte sie, ja, ich wusste nicht, dass sie Corona haben. Ich habe beim Gesundheitsamt angerufen. Die meinten auch, dass ich dahin soll. Und da habe ich die Ärzte heute lang angerufen, die 116, 117, die haben auch gesagt, ich soll dahin fahren. Ach, Mann, Leute, hier in Köln ist Corona der größte Scheiß. Ich sage, ich bin so abgefuckt, Mann. Kein Schwein behandelt einen. Kein Schwein, wirklich nicht. Es juckt die alle nicht. Du hast Corona. Oh, nee, kommen sie bloß nicht zu uns. Mann, meinst du, echt eine Person hat sich mal meinen Hals angeguckt? Digga, da kam der Arzt an. Erstmal zieht er sich seinen Schutzanzug komplett an. Ist ja okay, verstehe ich ja, ne? Digga, was macht der? Der gibt mir ein Rezept und sagt, geh wieder. Guck da mal da rein. Nee, einfach so Ferndiagnose. Das, Digga, hätte ich auch Wer wird Millionär spielen können, Alter. Und gucken, welches Rezept ich dann nehme. So lächerlich, Mann. Jetzt rufe ich morgen wieder beim Arzt an. Und wieder muss einer nach mir gucken, weil es wieder das dritte Mal ist. Und es ist so lächerlich, Mann. Es wird einem gar nicht geholfen, ey. Gar nicht. Aber bleiben Sie bloß zu Hause und gehen Sie nicht raus. Digga, das ist so lächerlich, ey. Das ist so lächerlich. Wisst ihr, da sage ich auch, ey, ich brauche mal jemanden, der mir mal so Lebensmittel bringt. Ich habe hier nichts. Ja, rufen Sie Lieferando an. Ja, soll ich nur Pizza essen oder was? Ja, bestellen Sie doch auf, es gibt x-beliebige Seiten, wo man bestellen kann. Sag, ja, ich habe nur Bargeld, die bieten kein Bargeld an. Ja, dann fragen Sie Ihre Nachbarschaft, ob die für Sie einkaufen geht. Ich kenne hier keinen Menschen, ich wohne hier erst seit einer Woche. Digga, ey, das ist so lächerlich, ey. Wisst ihr, der Kipp schreibt mir da irgendwas auf, und statt mal zu gucken, was man halt hat. Das ist echt der Hammer, sag ich. Ich bin so abgefuckt, ey. Junge, mir geht's so dreckig und der Scheiß wird auch überhaupt nicht besser, Mann. Kein Stück. Ich hab seit einer Woche Corona und jeden Tag ist dieses Fieber so hoch nachts. Ich verstehe das nicht, ey. Ich bin mittlerweile auch einfach nur noch sauer, weil ich einfach nicht mehr liegen kann. Und mir tut alles weh seit Tagen. Ich habe Halsschmerzen des Todes und es interessiert keinen Menschen. Es juckt niemanden. Ich sag euch ehrlich, wenn ihr krank seid, zieht aus Köln weg, wenn ihr wohnt. Macht das nicht. Selbst die Ärztehotline, das Gesundheitsamt sagt, dass die Versorgung Köln für den Arsch ist. Das ist sie wirklich. Hier hilft einem kein Mensch. Es fuckt mich einfach nur noch ab. Ey, es ist einfach so lächerlich, ey. Junge, ich habe seit 7 Tagen 39 Fieber jede Nacht. Jede Nacht habe ich dieses hohe Fieber. Und kein Schwein hilft mir. Ich bin einfach nur noch sauer, Leute. Ey, Mann, ich habe echt die Schnauze gestrichen voll, sage ich euch. Es wird auch gar nicht besser, dieses Drecksvirus, Alter. Ey, ich könnte so ausrasten, ey. Ich bin so frustriert. Ich bin so frustriert. Ey, der Mensch, der diesen Dreck in die Welt gesetzt hat, ey. Ich wünsche den echt, dass der Blitz in meinem Scheißen trifft, ey. Ohne Scheiß, Mann. Wie kann man nur solche Untermenschen sein? Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, Leute. Ich habe echt die Schnauze voll, Mann. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich habe auch gar keine Kraft mehr, Mann. Mir tut seit Tagen alles weh, Alter. Es wird nicht besser. Ich weiß echt nicht, was ich da machen soll, Leute. Ich habe auch echt keinen Bock mehr, Mann. Ich wollte geile Videos produzieren. Ich bin einfach nur noch... Meine Fresse, ey. Ich sag euch ganz ehrlich, ey, wenn da morgen nicht irgendjemand von diesem Gesundheitsamt oder was weiß ich da mir hilft, ne, dann fahre ich da wieder ins Krankenhaus. Ist mir scheißegal, ob ich gegen die Corona-Richtlinien verstoße oder nicht. Es juckt mich nicht mehr. Es ist mir egal, wenn mir kein Schwein hilft, ne, dann juckt mich das auch nicht mehr. Was soll denn mal ankommen mit einer Strafe, ey? Ich zeig dir, was eine Strafe, Alter. Ich bin so wütend, Mann. Ey, Digga, vor allem, ich ruf bei diesem Gesundheitsamt an. Die sagen, ja, rufen Sie bei der Ärztehotline an. Ich rufe bei der Ärztehotline an. Die sagen, rufen beim Gesundheitsamt an. Ey, da hilft einem kein Mensch. Das ist so lächerlich. Die gucken, ich habe solch dermaßen Halsschmerzen, Leute. Es ist so schlimm und es hilft mir keiner. Digga, da verschreibt er mir ein Rezept und sagt, hol das aus der Apotheke raus. Aber in 2 Sekunden davor sagte, sie müssen auf geradem Weg von hier nach Hause fahren und nirgends von mir anhalten. Wie soll ich denn das Rezept rausholen, was er mir gegeben hat, wo er noch nicht mal guckt, was ich habe? Hey, da sage ich zu denen, Mann, ja, mein Fieber geht seit Tagen auch nicht weg. Ja, sie haben halt Corona. Ja, und jetzt? Hilft mir das irgendwie? Digga, sagt er, schlafen Sie genug. Einfach mal schlafen soll ich, ey. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo. Vergesst nicht, 18 Uhr streame ich Call of Duty Mobile, wird geiles Game. Wir sehen uns, haut rein, ciao Leute.